Hallo zusammen, heute gibt es ganz kurz und schmerzlos einen Kräutersalz. Auch wenn da eigentlich gar nicht viel zu sehen ist und es wahrscheinlich auch schon das Video des Öfteren auf YouTube gibt, möchte ich es trotzdem der Vollständigkeit halber auch hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Jetzt machen wir erst einmal unsere zweite Kamera an. Und ihr braucht dazu ein Glas gemischte Kräuter. Ich habe jetzt Salatkräuter genommen mit Petersilie, Schnittlauch, rote Zwiebeln, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Paprika, Zwiebeln und Dill. Das kommt dann komplett, sofern ich die Folie abkriege, in den Mixtopf. Das riecht schon sehr gut. Und das muss jetzt pulverisiert werden. Und da mache ich auch, damit das nicht so staubt, die Küchenrolle mit rein. Und zwar 10 Sekunden Stufe 10. Und es ist durchaus pulverisiert. Jetzt kommt Salz, und zwar, das ist zwar jetzt konisch zulaufend, das Glas, aber ist egal, da kommt jetzt nämlich das halbe Glas Salz. Ich habe jetzt mehr Salz genommen, oder ich nehme jetzt mehr Salz. Damit ich das nicht alles verschütte, mache ich das hier rein. Sehe ich da was? Ja. Also ein halbes Glas Salz. Das ist natürlich super. Scheiße ist das doch. Dann versuche ich die Kräuterstauben ein bisschen. Wie mache ich das denn jetzt hier? So ein Mist. Von wegen kurz und schmerzlos. So, ungefähr die Hälfte kommt da jetzt mit rein. Und jetzt das Ganze nochmal 3 Sekunden Stufe 8. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil das ist jetzt grobes Meersalz. Ich denke mal, hier wurde ausgegangen von einem schon fein gemahlenen Salz. Aber wir gucken mal. 3 Sekunden Stufe 8. Ja. Ich mach nochmal 3 Sekunden Stufe 8. Oh, das sieht gut aus. Ich zeige es euch noch mal etwas genauer. Hier so halt grünes Salz. Dann kommt das jetzt noch in eine Tupperschüssel. Darf ich das sagen? Ja, eine Tupperschüssel. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.